Ja, bist du auch öfter energielos, müde, gestresst, krank oder fühlst dich nicht richtig gut? Kennst Menschen, denen es vielleicht so geht? Wünschst du dir eine Lösung, wie du ein energiegeladenes, stressfreies Leben führen kannst? Dann bist du heute genau richtig. Mein Name ist Christiane Gensel, Wohlfühlexpertin. Seit über 30 Jahren verhelfe ich Menschen zu mehr Lebensqualität und mein Interviewpartner heute ist Andreas Jopp. Er ist Medizinjournalist mit über 200 Fachartikeln. Er hat 8 Bücher geschrieben, die in 17 Sprachen übersetzt wurden. Und er ist der absolute Experte im Bereich Gesundheit und Ernährung. In den nächsten 40 Minuten erfährst du zum einen, wie du ein energiegeladenes, stressfreies Leben führen kannst, gut gelaunt, dich dabei frisch und jung fühlst und vor allen Dingen erfährst du auch die Studien und die Analysen oder die es dazu gibt. Und Andreas wird uns durch diese 40 Minuten führen und zwar mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in der Neuauflage des Buches Risikofaktor Vitaminmangel auch alle nachzulesen sind. Ja, und dann würde ich doch sagen, diese Wissensexplosion, was es alles über Vitamine zu wissen gibt, da starten wir doch vielleicht gleich mal mit der ersten Frage an dich, lieber Andreas. Also erstmal natürlich herzlich willkommen. Hallo Christian. Viele Grüße nach Südafrika und danke, dass du dich zu dieser späten Stunde hier mit eingewählt hast. Es wird ja immer wieder gesagt, wir benötigen keine Nahrungsergänzung, da wir ausreichend versorgt sind. Gesunde Ernährung aus dem Garten, gute Biokost aus dem Supermarkt. Und jetzt meine Frage an dich: Reicht das? Reicht das für ein vitales und gesundes Altern? Und reicht es, um Mangel auszugleichen? Ja, also wenn man fünfmal am Tag Obst und Gemüse isst, ist man ja ausreichend versorgt. Das hat jetzt jeder schon mal abgenickt, ne? So liest man es nämlich in der Presse, dann schummelt man sich immer wieder was vor. Und wenn man den Satz auseinandernimmt, wenn fünfmal am Tag, das macht schon kaum jemand, Obst und Gemüse, also nicht nur das süße Zeug, sondern auch das Blattgemüse und ausreichend ist nicht unbedingt optimal. Ja, dann wäre man ausreichend versorgt. Das bringt kaum jemand. Zu wenig Zeit, zu viel Stress auf der Arbeit, zu bequem zum Kochen. Nur noch 40% kochen tatsächlich überhaupt noch 2 bis 3 Mal die Woche zu Hause. Das heißt, wir sind eigentlich so eine Nation geworden von Snackern und Aufwärmern und To-Go-Leuten. Und wenn man sich das anschaut, die Hälfte der Kalorien kommt heutzutage aus ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln. Die Hälfte. Das nennt man dann abwechslungsreich. Und die größte Studie des Bundesgesundheitsministeriums, die liest man leider sehr selten in der Presse, zeigt jetzt mal zum Beispiel bei Frauen zwischen 19 und 35, das wäre jetzt eine typische Zielgruppe, wer erreicht nicht das Minimum? 49% für Vitamin C, 66% für B12, 99% für Folat, 90% für Vitamin D und 76% für Vitamin B1. Also wenn ich dann in der Presse lese, das ist die größte Studie in Deutschland, die es dazu gibt, wenn ich dann in der Presse lese, ja, Vitamine sind kein Problem, dann denke ich immer, also wer liest denn hier bitte noch die Fakten? Tja, also Ja, jetzt und hast du deine mich. Frage war ja, Ja. können wir denn mit gesund altern? Nee, damit kann man nicht gesund altern, weil wir sehen, zum Beispiel bei der Krebsrate, die fällt bis 7 bis 9 Portionen Obst und Gemüse immer weiter ab. Das heißt, wenn man nur bei 2 bis 3 liegt, dann liegt man effektiv zu tief für das, wie unser Körper in der Evolution eigentlich programmiert wurde. Also hat die gesunde Ernährung, die Versorgung mit Vitalstoffen definitiv was damit zu tun, wie wir altern und ob wir überhaupt altern. Jetzt wäre natürlich.
Ja, definitiv, weil die ganzen Vitamine sind ja an allen Reparaturleistungen beteiligt, an allen Stoffwechsel, jedem einzelnen Stoffwechselvorgang. Und wenn da zu wenig im Stoffwechsel ist, dann geht das Reparieren nicht vernünftig, ne? Erkenne ich das irgendwo dran? Also das wäre jetzt meine Frage, wie erkenne ich oder spüre ich, dass ich im Mangel von, du hattest jetzt eben gesagt, du hattest Folat gesagt, kann ich das irgendwie spüren? Ja, also das. Die meisten halten es ja für normal, so einfach abends müde zu sein und sagen dann, ja, ich werde halt immer älter, man ist leicht gestresst, man hat Stimmungsschwankungen, unruhigen Schlaf, hat vielleicht zwei Erkältungen im Winter. Alles das sind typische Anzeichen im Stoffwechsel und im Immunsystem von einem ersten Vitaminmangel. Dieses Müdesein, das sieht man dann auch am besten, wenn man Menschen auf Vitamine setzt, dann sagen die auf einmal, oh, ich schlafe auf einmal besser, ich wache morgens erholt auf, ich gehe abends wieder aus, statt nur ausgebrannt von der Arbeit da zu sein, ich hatte diesen Winter keine Erkältung. Das ist so das Erste. Und dann langfristig schleichen sich natürlich alle möglichen die Defizite ein, also Vitamine sorgen auch für die Entgiftung des Körpers. Die falten Gene auf. Vitamin D hat alleine 2000 Andockstellen an den Genen. Ja, wenn man die nicht hat, dann kann man diese ganzen Genprogramme nicht vernünftig ablesen. Und das sind dann so Dinge, die die Vitamine alles regulieren. Und wenn man das natürlich über ein Jahrzehnt oder 2 Jahrzehnte einsacken lässt, dann sammeln sich Schäden an. Spannend, jetzt hast du ja Vitamin D schon genannt, weil das ist mir ja, ich habe dein Buch ja gelesen, ne? Und da ist mir ja aufgefallen, Vitamin D zieht sich ja irgendwie durch das gesamte Buch hindurch. Das finden wir ja immer wieder. Also der aufmerksame Leser wird dann das Wort Sicherheitsgurt auch mal finden. Und da geht es natürlich auch darum, diese langfristigen Risiken vor großen Erkrankungen vermindern. Das hast du ja eben auch schon mal so erwähnt. Das können wir ja definitiv, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Und im Umkehrschluss, kann ich damit jünger werden? Also ich meine, so für Frauen ist das ja immer so ein Thema, ne? Wenn ich mich gut versorge, chronologisch geht nicht. In meinem Pass steht ein Alter, das ist klar. Aber so biologisch? Ja, also tatsächlich, man kann es an den Genen messen, die verkürzen sich. Und es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass mit einem zusätzlichen Multivitamin oder mit zusätzlichem Vitamin D diese Genalterung verlangsamt ist. Die können das genau auszählen, wie schnell die sich verkürzen. Also das sieht man. Und dann gehen natürlich schwerwiegende Erkrankungen runter. Also Schlaganfälle gehen runter, alleine durch die gesetzliche Supplementierung in vielen Ländern. Spart man wie in den USA 350.000 Herzinfarkt, Schlaganfalltote über 20 Jahre ein. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Jumbo-Jets. Und vor allem mit verschiedenen Vitaminen geht die Krebsrate runter. 30.000 Krebsfälle ließen sich in Deutschland einsparen, alleine durch Vitamin D. Also Vitamin D ist wirklich so wie ein Sicherheitsgurt. Und das wären 10-mal so viele Unfälle wie tödliche Unfälle wie im Straßenverkehr. Das sagt das Deutsche Krebsforschungsinstitut. Also wer diesen Sicherheitsgurt im Wagen anlegt, aber nicht den Sicherheitsgurt von Vitamin D und vielleicht einigen anderen Vitaminen, ja, der nimmt die einfachste Prävention nicht an. Und ich bin immer wieder erstaunt. Die meisten sterben ja nicht an den Dingen, über die sie besorgt sind. Sie sitzen dann also vor irgendeiner Sondersendung, was weiß ich, Flugzeugabsturz in Thailand, bla bla bla. Aber dass da 72 Jumbo-Jets jedes Jahr abstürzen, weil man sich über die eigenen Katastrophen im Körper nicht gekümmert hat, nur weil man ein paar Vitamine verpasst hat zu nehmen, darüber denkt keiner nach. Das wäre echt spannend. Wir sind da beim Thema auch so ein bisschen Eigenverantwortung, ne? Viele wissen, sind natürlich auch, woher soll man es wissen? Also in der Presse sieht man und hört man ja nicht so häufig etwas darüber. Gerade in Deutschland empfinde ich unsere Presse oftmals auch so ein bisschen negativ, was das Thema
Einnahme von Vitaminen angeht. Wie siehst du das? Ja, Deutschland ist so, die sind irgendwie die absoluten Vitamingegner. Das zieht sich durch die Politik durch. Und wie wichtig Vitamine sind, zeigt sich zum Beispiel an der Folsäure. Hier müsste man, um den Folsäurebedarf zu decken, müsste man 1 Kilo Kopfsalat oder 650 Gramm Brokkoli jeden Tag essen. Das schafft natürlich keiner. Also haben 75 Länder weltweit beschlossen, jedes Land hat das einzeln durchgeschaut, die Studien und so weiter. 75 Länder haben beschlossen, Folsäure gesetzlich in Grundnahrungsmittel einzubringen. Deutschland nicht. Und dann der Effekt davon ist, dass es zum Beispiel in den letzten 20 Jahren 8000 Fehlbildungen oder Fehlbildungen bei Kindern, Babys gab. 8000, das muss man dann mal auf die eigene politische Kappe nehmen. Für eine Familie mit einem behinderten Kind. Und da gibt es tausende von Schlaganfällen. Die Leute brechen sich die Knochen wegen Osteoporose. Vollkommen unnötig. Viele Länder supplementieren Vitamin D in die Milch. Also, wenn man das nicht durchzieht, gesetzlich, was eben viele Länder machen, dann steigen die Gesundheitskosten in die Milliardenhöhe und vor allem schädigt es einfach viele Leute, die einfach nicht verstehen, wie wichtig eben das Grünzeug ist oder die es einfach nicht schaffen im Alltag. Die Werte haben mich gerade wirklich geschockt, ne? Wenn man das mal wirklich so in Zahlen sich runterbricht, mit einer Leichtigkeit, was man da verändern könnte. Also können wir nur weiter dafür plädieren, dass auch wir irgendwann das Land Nummer 76 wird, was dann zumindest grundlegend supplementiert. Bis dahin sind wir dann für uns selbst verantwortlich. Und Genau. jetzt wäre natürlich so meine Frage auch, wenn wir über Mikronährstoffe, Vitalstoffe, Bioaktivstoffe, also gibt es ja verschiedene Namen, wie viel muss ich denn für mich nehmen für bessere Aktivität, Stressresistenz? Helfen mir da so Blutanalysen? Es gibt ja so beim Arzt so das klassische kleine und große Blutbild. Es gibt die sogenannten Normwerte. Das sind ja auch alles irgendwie so Wörter, mit denen man oft nichts anfangen kann. Vielleicht könntest du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ja, also bei den Blutanalysen, da werden selten Vitamine erhoben. B12 kriegt man meistens noch kostenfrei als Krankenkassenpatient. Das wäre wichtig für Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren oder für Ältere, weil dann der Darm das B12 nicht mehr so gut rüberbringt. Und dann ist natürlich Vitamin D, wird jetzt schon häufig von den Kassen übernommen. Das sollte man auf jeden Fall messen lassen beim Arzt, um einfach einen Status zu haben. Vitamin D ist auch nicht ernährungsabhängig. Also da sind viele Leute komplett erstaunt, wie niedrig sie sind. Die anderen Blutwerte werden nicht erhoben oder sind sehr teuer. Und da ist es eben einfach so, dass man braucht dafür keinen Blutwert. Man muss sich nur mal ehrlich Bilanz geben. Esse ich wirklich fünfmal am Tag Obst und Gemüse? Wie bringe ich das in mein Leben rein oder tue ich das nicht? Und dann ist man in einem Mangel. Weil das ist so ein bisschen wie bei Übergewicht. Dann geht man dann zum Arzt und lässt dann messen, na, ist jetzt denn schon mein Blutfett hoch? Ist mein Blutdruck schon explodiert? Und dann bekommt man vom Arzt die Nachricht, so, jetzt ist es leider so weit, Sie haben 20 Jahre geschlampt, jetzt müssen Sie leider Medikamente nehmen. Wie idiotisch ist das denn, statt einfach 10 Jahre vorher abzunehmen, dann würde das nie passieren. 91% der Diabetesfälle und 70% der Herz-Kreislauf-Erkrankungen wären vermeidbar. Und Gewicht hat daran den größten Anteil. Also, und genauso sieht es bei den Vitaminen aus. Man kann natürlich zum Arzt gehen und so sagen, ja, ich brauche jetzt hier unbedingt die Blutwerte. Oder man macht mal ehrlich seinen Kühlschrank auf und guckt, was bei einem im Einkaufswagen landet. Und dann weiß man eigentlich Bescheid. Also jetzt hast du ja doch ein Thema angesprochen. Ich habe hinter dir auf deiner Rückseite ja auch das Buch Stoffwechselkur. Du hast dich ja auch ganz klar mit dem Ja. Thema Abnehmen, Ja. du hast ein Buch darüber geschrieben. Wir haben die Vitalkur, die Stoffwechselkur, ne? Und da geht es ja genau darum. Und da merken wir das ja auch. Und wenn man dann den Kühlschrank vorher und nachher bei den Menschen mal fotografiert oder die selbst auch den Kühlschrank fotografieren, dann sind sie oftmals verwundert, wie sich doch eine Ernährung verändern kann.
und wie plötzlich sich auch die Gesundheit damit verändert. Und Genau. ich würde gerne noch so eine Frage stellen, weil ich kriege ganz häufig so die Antwort, ja, da muss ich mal meinen Arzt fragen, ob das gut ist, ob ich Vitamine nehmen soll oder ob ich das überhaupt das notwendig ist. Wie stehst du denn oder ist der Arzt, ist das mein richtiger Ansprechpartner? Ja, Ärzte werden nicht dafür bezahlt, über Ernährung zu beraten. Die durchschnittliche Praxiszeit laut Deutscher Ärztezeitung ist 3 Minuten im Arztzimmer selbst. Das heißt, da kann gerade noch maximal Ihre Blutwerte sind so und so, nehmen Sie Folgemedikamente, in 3 Monaten sehen wir uns wieder. Weil der hat einen teuren Apparat da draußen sitzen, der kann nicht beraten und er ist vor allem nicht ausgebildet. Ärzte haben in der Regel keine Ahnung von Ernährung, weil das im Studium nicht vorkommt, weil es nicht bezahlt wird. Die würden das sicher gerne tun, wenn es bezahlt würde, aber die wenigsten sind dafür ausgebildet. Und wenn sie sowieso schon einen Arzt mit Übergewicht vor sich sitzen haben, dann wissen sie auch Bescheid, wie gut er über Ernährung Bescheid weiß, obwohl er jeden Tag die Krankheiten davon sieht. Die sieht ja jeden Tag die Patienten, die darunter leiden. Also. Dankeschön. Danke für deine ehrlichen Worte. Das hilft auch manchmal so, dass man einfach das eine oder andere vielleicht auch zuordnen kann, was man da so als Antworten bekommt. Jetzt wäre natürlich auch meine Frage, es gibt ja verschiedene Lebenssituationen, es gibt verschiedene Risikogruppen. Wann sind denn in deiner Meinung nach die Supplementierung, die Zunahme von Vitalstoffen notwendig? Ja, eigentlich bei jedem, der sich nicht gut ernährt, ne? Klar, es gibt so ein paar Zielgruppen, zum Beispiel im Wachstum. Wir wissen das alle, Kinder und Jugendliche, die essen zwar vielleicht noch gut zu Hause, wenn man gut kocht, aber dann verliert man auch die Kontrolle für den Rest des Tages und da wird dann eben nicht der Apfel unbedingt gegessen. Dann natürlich Sportler, die einen hohen Energieumsatz haben, dann Ältere, wo der Darm einfach nicht mehr so gut die Vitamine aufnimmt, Leute, die Medikamente nehmen, wo Vitamine teilweise ausgeschieden werden, so ein typisches Beispiel Magensäurepuffer, die Vitaminaufnahme total blockieren. Aber im Grunde genommen, wenn man sich anschaut, dass 50% der Lebensmittel aus ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln kommt, fallen die meisten darunter, wo man sagen würde, ja, eine leichte Ergänzung, weil das Risiko eines Vitaminmangels ist höher, als zu viel Vitamine zu nehmen. Die werden zur Not dann nur ausgeschieden. Also das, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig. Und du hast auch eine Sache in deinem Buch erwähnt, das fand ich sehr spannend. Also ich kann euch nur sagen, das Buch ist richtig toll, weil die wichtigen Sachen sind auch immer in so schönen Kästchen dargestellt. Und hier gibt es den Tipp, das Notfallpackage, wenn du ins Krankenhaus gehst. Ne? Also ich glaube, das sind die wenigsten, die daran denken, wenn sie ins Krankenhaus gehen, dass sie sich dann ihre Vitamine mitnehmen. Vielleicht magst du da noch mal was zu erzählen, wieso und ja, was empfiehlst du da? Genau, also im Krankenhaus will man natürlich möglichst schnell wieder gesund werden. Und das Essen ist nicht vitaminreich. Also ich war letztens selbst im Krankenhaus, was da an Büchsenmandarinen, an Fertigjoghurts serviert wird. Man weiß aus Studien mit der Krankenhausernährung, dass das Minimum nicht erreicht wird. Und darunter kann natürlich keiner ausheilen. Vitamin C ist an der Wundheilung beteiligt, die B-Vitamine am Immunsystem. Also wer da Vitamine und Eiweiß würde ich immer mit ins Krankenhaus nehmen, um da auch möglichst schnell wieder rauszukommen. Und das verringert auch in Studien die aktuelle Liegezeit im Krankenhaus. Spannend. Also wir sparen damit Geld. Zumindest die Krankenkassen sparen damit Geld, indem wir schneller rausgehen. Ne? Also ja, also super. Du hast hier eine Notfallapotheke drin. Also das Buch ist wirklich Wahnsinn. Ich finde jedes Mal, wenn ich durchgucke, wieder was Neues. Ne? Ich lese ja die Bücher. Das ist ja jetzt
Weißt du, ich glaube, die sechste, die fünfte Auflage, ne? Alle 5 Jahre wird es neu gemacht, die neuesten Studien ersetzt. Das ist das meist verkaufteste Vitaminbuch Deutschlands. Darf man echt mal hier erwähnen. Und das ist ja auch der Grund, weil du immer auf dem neuesten Stand bist und weil einfach so viele Facetten einer gesunden Ernährung auch aufgegriffen werden. Und du hast ein Thema, das fand ich sehr spannend hier drin. Also du hast ja ein ganzes Buch dem Thema Psyche gewidmet. Das ist ja Happy Food statt Burnout. Ja, das sagt ja ganz klar ein Leitfaden, wie wir glücklich, stressresistent und geistig fit durchs Leben wandern. So, da kann man ganz, ganz viel nachlesen. Und in deinem Buch Risikofaktor Vitaminmangel hast du auch einen Abschnitt der Psyche gewidmet. Und es geht darum, Psyche, bessere Stressresistenz und stabile Stimmung. Und du hast ganz viele Punkte unter dieses Thema Psyche noch mit also da aufgeführt. Und ich fand ganz spannend, Leistungsfähigkeit, Stressresistenz, Burnout in Deutschland, 13 Millionen Menschen, die von Burnout betroffen sind. Dann Depression. Und jetzt kommt's, das fand ich ganz, ganz spannend, prämenstruelles Syndrom. Das würde ich ja an sich, hätte ich das nie da reingefügt, genauso wie ADS, ADHS. So, und jetzt wäre natürlich meine Frage an dich: Kann ich die Psyche nachweislich positiv beeinflussen durch Mikronährstoffe oder Vitalstoffe? Ja, definitiv. Also Vitamin D wird in der Behandlung von Depressionen sogar eingesetzt. Das wäre jetzt der Härtetest. Wie stark lässt sich das beeinflussen? Vitamin D wirkt so stark wie Psychopharmaka. Genau, und zum Beispiel jetzt bei den Regelbeschwerden, da ist es so, dass tatsächlich die B-Vitamine sehr stark wirken. Und die Psyche ist wirklich ein interessantes Thema, weil immer mehr Menschen haben psychische Probleme. Wenn man sieht, wo gehen die Krankschreibungen hin, dann ist es Rücken, Psyche, und dann noch andere Erkrankungen. Wo sind die meisten, Frühverrentungen? Da gehört auch Psyche zu den Top 3. Das heißt, unser Gehirn regeneriert sich mit Biostoffen. Zum Beispiel mit Omega-3, mit Vitaminen und natürlich mit bestimmten Stoffen aus der Ernährung, auch mit Superfoods, mit Antioxidantien, weil die das Gehirn schützen. Und das ist messbar. Und deswegen ist dieses Happy Food statt Burnout so spannend, weil diese Forschung ist komplett neu, wie wir unser Gehirn tatsächlich tagtäglich erneuern und vor allem unser Stresszentrum erneuert sich durch Ernährung und durch Biostoffe. Und wenn sich das nicht erneuert im Gehirn, weil wir Junkfood essen, dann baut sich dieses Stresszentrum ab und dann sind wir immer mehr gestresst. Da kann man dann gar nichts gegen machen. Das ist ein Teil vom Gehirn, der ganz spannend ist, den immer wieder zu sanieren. Man muss sich wirklich vorstellen, unser Gehirn ist nicht konstant einfach da, sondern es baut sich auf und ab. Und Biostoffe wirken aufbauend, messbar. Sehr schön, das macht ja noch Mut, ne? Nicht nur der Abbau ist, sondern wir können es auch aufbauen. Thema Demenz wahrscheinlich auch so in diesem Bereich, ne? Also auch da könnte ich über die Ernährung eventuell auch Veränderungen wieder bewirken. Genau, und jetzt zum Beispiel bei den B-Vitaminen sieht man, wenn man die Gehirne misst, von Älteren. Man sieht, das Gehirn baut sich unter Gabe von, schrumpft langsamer unter der Gabe von B-Vitaminen. Das ist natürlich total faszinierend, weil objektiver als eine Messung in einem MRT kann man nicht haben. Und wenn man sieht, mit B-Vitaminen schrumpft es langsamer. Also ich würde jedem über 65 eine Supplementierung empfehlen, weil der Darm arbeitet nicht mehr optimal. Da holt man nicht mehr alles aus der Ernährung raus. Und dann gibt es irgendwann ein Alter, wo die Versorgungssituation einfach so ist, dass es beschwerlich ist. Ganz alte Menschen. Aber eigentlich würde ich mit 65 mit dem Supplementieren anfangen. Das ist ja schon mal gut. Da haben wir jetzt schon mal ein Alter und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Das ist, viele Konsumenten sind natürlich auch überfordert. Wo kaufe ich denn Vitamine ein? Wo bekomme ich gute? Nehme ich Presslinge? Nehme ich das flüssig? Nehme ich das in Pulverform? Bio-Öko-Produkte gibt es ja in Deutschland. Also das läuft ja, die kriegt man ja in jedem Supermarkt für 3 Euro, wo ich immer denke,
wie funktioniert das, wo kommt das her? Und die Darreichungsform macht natürlich was aus. Nehme ich ein Einzelvitamin oder irgendwie so eine Kombination? Und da hast du hier ja einen ganz tollen Beitrag auch drin. Aber vielleicht möchtest du dazu nochmal so die wichtigsten Sachen, was ist für dich dabei wichtig bei Vitaminen? Ja, da gibt es ja nochmal so Spezialpunkte, aber so grundsätzlich würde ich keine Monopräparate nehmen, weil manche Leute kaufen sich da die B-Vitamine einzeln oder noch ein bisschen hiervon, davon, Zink einzeln und Selen nochmal einzeln dazu, dann haben die diese Döschen-Batterien und viele von denen überschneiden sich dann und dann kann man tatsächlich in eine Überdosierung kommen. Man hat dann drei Produkte, überall Selen drin und dann bums, bist du in der Überdosierung. Also ich würde tatsächlich ein Multivitamin-Mineralpräparat kaufen, weil da überlegt der Produzent, dass man nirgendwo zu hoch geht. Das ist sowieso nur bei Mineralien und Spurenelementen der Fall. Bei Vitaminen passiert das eigentlich nie. Aber diese Kombinationen sind blöd da im Drogeriemarkt, die man dann sich einfach mal so am Regal nimmt. Dann arbeiten alle Vitamine zusammen. Also ein Produkt mit drei B-Vitaminen zu kaufen, ist absolut hirnrissig, weil wenn jemand kein Vollkorn isst und dies nicht isst, dann hat er einen Vitaminmangel querbeet und nicht nur für drei B-Vitamine. Und wenn dann eben nicht alle Vitamine ersetzt werden, geht der Stoffwechsel trotzdem nicht. So. Und Vitamin D ist das einzige Vitamin, was ich einzeln nehmen würde, dann immer in der Kombination mit Vitamin K, weil das besser für die Knochen ist und weil es besser aus der Blutbahn kommt. Also keine Monopräparate außer D. Keine Einzelvitamine, das ist teuer Unsinn. Ja, und dann auf jeden Fall darauf achten, dass es Marktführer sind. Sollten große Firmen sein, weil die kleinen Firmen werden, also Vitamine werden sowieso nicht kontrolliert wie Medikamente. Das heißt, die Marktführer, die haben Angst, wenn sie vertestet werden, dass zu wenig drin ist und dann werden sie im Internet hingerichtet. Eine kleine Firma, der ist das scheißegal. Dann kann man die Marke zur Not noch umbenennen. Und dann finde ich wichtig, große Firmen haben häufig eine Eigenproduktion und damit auch die Kontrolle über die Produktion. Diese kleinen Firmen, die dann billig aussehen, vielleicht nicht alles drinne haben, die kaufen auch ganz billig Vitamine auf dem Weltmarkt ein. Die haben keine Eigenproduktion und die geben sich dann so ein sexy Markenimage, kaufen noch ein paar hundert Bewertungen bei Amazon mit fleißigen indischen Mitarbeitern dazu, machen einen sexy Social Media Auftritt. Und dann sind das aber häufig nur Marketingbutzen. Da sitzen nur Marketingleute, die lassen sich die Produkte von irgendwelchen Lizenzherstellern herstellen, haben keinerlei Kontrolle, was da drin ist. Also das ist alles billig, ist eigentlich fast nie gut genug, weil manche Rohstoffe sind einfach teurer. Also ein billiges Produkt löst bei mir immer Zweifel aus. Super. Und da wäre nochmal so meine Frage, das hast du hier halt auch geschrieben, ne, die deutsche Öko-Vitaminprodukte, wie dass die im Vergleich so schlecht abgeschnitten haben. Möchtest du dazu nochmal was sagen? Habe ich das geschrieben? Hast du geschrieben, und zwar, du hast dann so geschrieben, weil man Kurkuma aus China, ne? Ah, Also. genau, da geht's ja weniger um Vitamine, sondern um Pflanzenstoffe. Pflanzenstoffe müssen halt hochkontrolliert sein. Das heißt, da bringt es nur Laboranalysen. Das heißt, eine Laboranalyse, die muss in der Firma gemacht werden, damit so eine Charge aus China gar nicht erst in die Produktion gelangt. Da muss man dann von den Firmen einfach mal fragen, sagen wir mal, wie vertestet ihr denn eure Pflanzenstoffe? Und wenn da einfach nur Bio draufsteht oder Öko, bringt das gar nichts, weil, wie du sagst, wenn Bio-Kurkuma neben einer Fabrik in China steht, bringt Bio gerade mal gar nichts. Und Kurkuma wächst halt in asiatischen Ländern hauptsächlich. Also da bringt es wirklich nur exakte Analysen und manche Firmen machen das halt ganz stark. Manche US-Firmen, weil die dann auch in Kalifornien vertreiben, machen diese strenge Vertestung. Also da ist Europa noch am Hinterherhinken.
Ja, vielen Dank. Also das hatte mich nochmal mit den Schadstoffen, weil da gucke ich auch immer, ne? Also irgendwie, wenn ein Bioprodukt aus China kommt, kaufe ich grundsätzlich nicht, weil wer kontrolliert das? Ja, und dann würde ich gerne so, du hast ja 8 Bücher geschrieben. Ich muss gestehen, ich habe 3 Lieblingsbücher. Also das Risikofaktor-Vitaminbuch, das ist ja so die Basis. Und dann gibt es ja das Happy Food statt Burnout, das ist ja so die Psyche. Und dann hast du ja noch ein ganz tolles Buch geschrieben. Das ist den Körper neu gestalten, On-Off Gesundheit. Und da hast du praktisch den Rest des Körpers plus Psyche. Also du hast ein fittes Immunsystem, langsam altern, Blutbahn und Mikrobiom. Und vielleicht magst du noch mal dazu erzählen, für wen ist vielleicht welches Buch geeignet oder wem würdest du vielleicht was empfehlen? Also für die Leute, die sich einfach täglich fit fühlen wollen, weil da ist auch ein Vitaminkapitel drin, würde ich immer das Happy Food Buch empfehlen, weil es da so auf den Punkt kommt, warum ist es wichtig, Omega-3, Vitamin D, warum ist die Ernährung wichtig? Da sind auch Rezepte drin mit super gehirnaktiven Substanzen und Stress hat einfach jeder im Leben und diesen Stress besser zu verarbeiten ist ganz wichtig. Und im On-Off-Gesundheitsbuch, da geht es zum Beispiel ums Jünger bleiben. Und zwar, wie kann man messbar jünger bleiben? Und da spielen zum Beispiel Superfoods und Antioxidantien eine riesige Rolle. Und auch die Ernährung mit Gemüse. Dann das Gehirn, wie kann ich das vor Abbau schützen in jedem Alter? Da geht es um Omega-3 und die richtige Fettzufuhr, dass die falschen Fette praktisch die Demenzrate um 80% anheben. Dann geht es in dem On-Off-Buch auch darum, wie kann ich meine Gefäße jung halten? Also nicht nur jung halten, sondern wie kann ich geschlossene Gefäße sogar, das weiß man heute, regenerieren? Das ist ganz neu. Da ist auch ein Vitaminkapitel drin, klar. Und dann natürlich ist der große Bereich Darm im On-Off-Buch, weil ganz viele Leute haben, 20% der Menschen haben Probleme mit dem Darm. Und warum ist es so wichtig, Ballaststoffe zu nehmen? Was machen eigentlich Probiotika? Also das ist so ein Buch, wo man einfach so die gesamte Ernährung und auch die gesamte Palette an Biostoffen sieht, die sich eventuell lohnt, hier und da zu ergänzen. Ne? Also ich kann nur sagen, seitdem ich das Buch gelesen habe, gehören Pilze definitiv regelmäßig zu meiner Ernährung. Und das Zweite, was auch jetzt regelmäßig drin ist, sind die Bio-Heidelbeeren. Also ich habe wirklich aus diesem Buch so viele Alltagstipps auch mitgenommen. Natürlich das eine oder andere supplementiere ich auch. Also ich habe auch von den Vitaminen, also Vitamin D und K ist seitdem natürlich auch in meinem Alltag drin. Und die Ballaststoffe, bei mir war es nie bewusst, wie wichtig Ballaststoffe und eine Darmflora, also das Mikrobiom ist. Und ich glaube, du hast uns heute wirklich so viele kleine Tipps gegeben. Also ich glaube, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier live eingeschaltet hast, denn wir kennen dich ja aus den Vorträgen. Du führst ja auch regelmäßig Vorträge. Wir buchen dich ja. Und also auch für die, die jetzt hier sitzen und sagen, Mensch, das war jetzt an sich kurz, die Zeit ist nämlich schon wieder vorbei. Ich würde gerne noch mehr wissen. Also zum einen natürlich, wer liest, wer schreibt, der bleibt und wer liest, der bleibt auch. Ne? Das festigt sich, könnt ihr nochmal alles nachlesen. Aber zum anderen auch die Vorträge. Wendet euch einfach an die Person, die euch eingeladen hat für weitere Termine, weitere Informationen. Und wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie wir unser Leben stressresistenter, leistungsfähiger und energiegeladener führen können und dabei noch jung und frisch aussehen. Also das finde ich schon mal richtig klasse. Gene aufhalten, zumachen. Ich habe gelernt, mein Hirn kann sich wieder aufbauen. Ne? Also es ist nicht ab 30 geht es bergab, sondern es kann auch hochgehen. Finde ich schon mal eine sehr gute Erkenntnis, macht Mut. Also auch vielleicht für die Best-Ager unter uns. Und ja, also Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Südafrika. Und ich kann jedem nur empfehlen, Regelwerk für ein gesundes Leben, Andreas Jopp, und euch Ja. noch einen schönen Abend. Alles Danke, Gute. Christiane. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.